Hallo und willkommen zu einem weiteren Video über reguläre Ausdrücke. Ich bin Felix Boronowski und werde Ihnen heute etwas über einfangende bzw. nicht einfangende Klammern in regulären Ausdrücken erklären. Fort möchte ich noch sagen, dass sich die Beispiele, die ich innerhalb des Videos verwende, hauptsächlich auf die Sprache Perl beziehen und sich die Art und Weise, wie die Fangklammern geschrieben oder verwendet werden, sich in anderen Sprachen leicht verändern kann. Kommen wir erst einmal zu den grundlegenden Funktionen der runden Klammer. Oder wie sie auch genannt wird, der einfangenden Klammer. Diese hat hauptsächlich zwei Funktionen. Zum einen ist sie dafür da, die eingefangenen Elemente zu gruppieren. Und andererseits kann man mit ihr die Treffer des eingefangenen Teils des Druckes speichern. Nun, wozu sind diese Funktionen nützlich? Zum Beispiel kann man mit der einfangenden Klammer Substrings oder andere Daten aus einem Text heraussuchen, um diese dann weiter zu bearbeiten, wie zum Beispiel für die Ersetzung. Allerdings sind Gruppierung und Speicherung auch zwei verschiedene Arten, mit Ausdrücken zu arbeiten. So schafft man aus einzelnen Elementen ein komplexeres Element, auf welches dann Operationen angewendet werden können. So ist es zum Beispiel möglich, mit Hilfe von Quantoren in einem Text auf Wortdopplung zu prüfen. Auch kann man mit geschickter Klammerung die Reihenfolge bestimmen, in der die Operationen ausgeführt werden, ähnlich wie in der Mathematik. Folgendes möchte ich noch einmal drei kurze Beispiele geben, in der die gruppierende Klammer nützlich ist. Ich behelfe mich hier mit der Website regexe, mit der man online reguläre Ausdrücke überprüfen kann. Auf der Website ist es auch möglich, Ersetzungen durchzuführen, welche ich in einem späteren Beispiel noch zeigen werde. Kommen wir nun zum ersten Beispiel. Ich habe hier oben einen Fülltext, in dem der Name Marius Müller-Osterhase zweimal mit und zweimal ohne seinen zweiten Vornamen vorkommt. Nun wollen wir beide Varianten matchen können. Das funktioniert natürlich auch ohne Klammerung, allerdings muss man dafür, wie hier zu sehen, beide Varianten mit einem Oder verknüpfen. Wenn wir nun hier auf Los geht's klicken, sehen wir, dass alle Namen gematcht werden. Einmal ohne und einmal mit seinem zweiten Vornamen. Die Klammerung ermöglicht uns den zweiten Vornamen zu kopieren und mit einem Fragezeichen-Quantor zu sagen, dass der geklammerte Begriff einmal oder keinmal auftreten kann. Gehen wir nun wieder auf Los geht's, sehen wir, dass wieder alles gematcht wird, einmal ohne und einmal mit seinem zweiten Vornamen. Klammern kann man aber auch noch andere Sachen machen, so kann man zum Beispiel Alternativen zu einem Teilausdruck angeben. In diesem Beispiel dürften als letzte Worte zum Beispiel nur toll oder richtig schlecht vorkommen, aber nicht beide gleichzeitig, beziehungsweise nicht gleichzeitig gematcht werden. Wenn wir nun auf Los geht's klicken, sehen wir, dass einmal das Wetter ist toll gematcht wird, das Wetter ist richtig schlecht und das Wetter ist richtig schlecht, aber das Toll wird nicht mehr mit gematcht. Wie ich am Anfang schon gesagt hatte, lassen sich auch die Treffer des Teilausdrucks speichern. Die Frage ist nun, wie werden diese gespeichert und wie kann man auf diese zurückgreifen? Wenn man innerhalb eines Ausdrucks auf den Inhalt einer Klammer zurückgreifen möchte, kann man dies mit Rückwärtsreferenzen erreichen. Wichtig ist hier, dass die Klammern von links nach rechts nach den geöffneten Klammern nummeriert werden. So kann man mit einem Backslash und die Nummer der Klammer auf den Inhalt zurückgreifen. Möchte man nun von außerhalb eines Ausdrucks auf den gespeicherten Inhalt einer Klammer zurückgreifen, ist dies nicht mehr mit Rückwärtsreferenzen möglich, sondern wird mit Variablen erreicht, in denen automatisch der Inhalt der Klammer gespeichert wird. Auch hier ist es wichtig zu wissen, welche Klammer welche Nummer hat, da diese in dem Variablennamen enthalten ist. Abschließend ist noch wichtig, dass die Klammern immer nur den letzten Treffer des Klammernpaares speichern und dass jedes Klammernpaar nur eine Nummer bekommt, selbst wenn diese zum Beispiel durch einen Quantor mehrmals durchlaufen wird. Um zu zeigen, wie man Rückwärtsreferenzen in regulären Ausdrucken benutzt, habe ich hier ein kleines Beispiel, und zwar haben wir hier oben eine Zahlenfolge und wir möchten die Zahlengruppen matchen, die mit derselben Zahl beginnen wie auch enden. Das heißt, wir fangen einfach an mit einer Zeichenklasse 0 bis 9 mit einem Sternchen dahinter, was bedeutet, dass er alle Zahlen matchen würde. Nun wollen wir am Anfang und am Ende aber dieselbe Zahl stehen haben, das heißt, wir speichern uns einfach die erste Zahl, damit wir am Ende auf diese zurückreferenzieren können. Das heißt, wir nehmen hier wieder die Zeichenklasse 0 bis 9, diesmal in Klammern. Und wenn wir jetzt auf Los geht's klicken, sehen wir, er matcht immer noch alles, aber diesmal speichert er jeweils die erste Zahl einer Zahlengruppe. Nun können wir einfach mit der Rückwärtsreferenz Backslash 1
auf die erste Klammer referenzieren, was dann heißt, dass an der Stelle Backslash 1 derselbe Inhalt steht wie in der eingefangenen Klammer. Und nun sehen wir, er matcht nur noch die Zahlengruppen, die mit derselben Zahl anfangen wie auch enden. Jetzt habe ich hier noch ein kurzes Beispiel für die Verwendung der Variablen, zum Beispiel für die Ersetzung. Und zwar haben wir hier oben ein amerikanisches Datum, welches wir in ein deutsches Datum ersetzen bzw. verändern wollen. Dann haben wir hier erstmal unseren regulären Ausdruck, der das komplette Datum matcht und die eingefangenen Daten in den Variablen 1, 2 bzw. 3 speichert. Jetzt müssen wir hier unten nur noch eingeben, wie wir unser Datum haben möchten und müssen wissen, welche Variable welchen Inhalt hat. Da wir im deutschen Datum zuerst den Tag haben und der Tag in Variable 3 gespeichert ist, machen wir ein $3 hin, dann wird das Datum im Deutsch mit einem Punkt getrennt, dann kommt $2 für den Monat und $1 für das Jahr. Gehen wir nun auf Los geht's, sehen wir, dass das amerikanische Datum zu einem deutschen Datum ersetzt wurde. Die ganze Zeit haben wir über die einfangenden Klammern gesprochen, wie wir mit ihr speichern und auch gruppieren können. Kommen wir nun zu der Frage, was ist eine nicht einfangende Klammer und wo ist der Unterschied? Der erste Unterschied ist, dass man anstatt nur der runden Klammern noch ein Doppelpunkt-Fragezeichen mit hineinschreibt, wie es in der Überschrift zu sehen ist. Zweitens kann man die nicht einfangenden Klammern als eine abgespeckte Version der einfangenden Klammer sehen, da man mit ihr zwar gruppieren, aber nicht speichern kann. Wozu braucht man dann diese Klammer, wenn man mit der einfangenden Klammer doch alles speichern kann? Ganz einfach, nicht alles muss gespeichert werden. Wenn man zum Beispiel Elemente wirklich nur gruppieren will, macht es keinen Sinn, diese auch noch zu speichern. Zudem macht das Nichtspeichern die Regex effizienter, da man mit weniger Rechenzeit und Speicher verbraucht. Auch machen die nicht einfangenden Klammern das Lesen einer Regex einfacher, da der Leser sich nicht fragen muss, ob der geklammerte Begriff später noch einmal verwendet wird. Abschließend habe ich hier noch einmal eine kleine Übersicht zur richtigen Verwendung von Klammern in regulären Ausdrücken. Wollt ihr etwas speichern, dann benutzt die einfangenden Klammern. Wollt ihr nur etwas kopieren, dann benutzt die nicht einfangenden Klammern. Das war es dann auch von mir zum Thema einfangende bzw. nicht einfangende Klammern in regulären Ausdrücken. Ich hoffe, euch hat dieses Video gefallen und ich bedanke mich.